Und damit erstmal herzlich willkommen zu der zweiten Episode von The Last of Us. Wir haben ja damit aufgehört, dass wir hier in dieses Haus hier rein sind und den Typen hier ausgenommen haben. Und jetzt geht's weiter, dass wir uns mal die anderen vornehmen hier. Und es kann sein, dass ich mal ab und zu pausieren muss, denn ich habe bei mir leider Baustelle und jedes Mal, wenn es passiert, dann werde ich mal kurz einen Cut machen. Ist leider sehr ärgerlich. Hey, Kollege. Schnell und leise, Cowboy. Ja, wie immer. Und ich krieg wieder keine Munition. Haben wir hier unten sonst noch jemanden? Nee, nur die zwei Typen da oben. Verdammt nochmal! Oh oh. Scheiße! Scheiße, jemanden hat's erwischt! Ausschwärmen! Hast du etwas gehört? Was ist es? Fuck, shit, wie mache ich das am besten? Der da zu mir? Oh, scheiße, verdammt! Oh, verdammt! Wo gehst du hin? Okay, beide sind jetzt unten. Oh Mann, noch einer tot! Weiter suchen. Fuck, wo sind die? Sie ist da, wo ist der da unten hin? Oh, siehst du das da? Was ist es? Ach, da rechts hinten. Schnappen! Na, fuck. Fuck! Oh, scheiße, von hinten! Fuck, 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 lass an! Lass nach! Okay. Einer down. Die anderen. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck! Komm, komm, komm! Stehst du bitte auf? Ich glaube, der ist noch nicht tot. Oh, geil, Munition. Wo ist der? Ah, ist immer noch der da hinten. Ja, komm, schau mal nach oben. Bitte, danke. Ist der? Hab ich dich. Komm, der ist. Machen fertig. Weg. Ja, super. Kommst du jetzt hier raus, oder wie? Okay. Gut. Das war's. Ah, ich wollte das eigentlich auf Schleichen machen. Na toll, der hat natürlich keine Munition für mich. Wir bräuchten hier mehr Leute. Und Munition. Ja, das stimmt. Ja, danke schön. Sehr schräger Glanzeffekt da hinten. Okay. Verarzte dich. Danke. Los, zu dem Dorf geht's hier lang. Packen wir's. Wie war das? So, gedrückt halten, ne? Nice. Eins noch auf Vorrat. Ja. Um arglosen Gegner zu packen, empfehle ich einen lautlosen Messerkill. Geil. Rezept Messer. Ah, drück jetzt fertig und tap. Oh, stimmt ja, wir müssen aber das. Da müssen wir Sachen sammeln. Zurück. Du Tess, wohin jetzt eigentlich? Ah, da lang. Okay. Also gedrückt halten oder was willst du? Ich
Oh, shit. Das sind ein paar mehr Leute. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Okay. So, machen wir mal Turbo-Sens. Also schon verdammt lange nicht mehr gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden. Keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns noch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewacher-Jobs. Verdammter Robert. Er sollte uns lieber was liefern. Und selbst wenn, was dann? Ich sage dir, hier sind wir am Arsch. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Du bist verrückt. Meinte, da hinten war einer. Die anderen Schmuggler machen das. Was glaubst du, was hier abgeht, wenn es nichts mehr gibt? Ich versuche mein Glück lieber hier. Oh, dich von hinten. Okay. Schnell und leise. Naja, so soll es auch sein. Und da kann man irgendwie nach oben, so wie es aussieht. Oh, was ist das? Nein, nicht tauschen. Komm. Geht doch nicht nach oben. Super Sense. Nee, sieh keinen. Da stehen zwei. So, gerade ein bisschen ungünstig, wie die da stehen. Okay. Scheiße, siehst du das? Hey, nein, du hast nichts gesehen. Schnell, 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 schnell. Scheiße. Hier drüben ist dein Tod. Gut, dass du da bist. Schnapp sie! Fuck, 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 fuck. Ah, scheiße, ihr habt's halt verkackt, ja. Ah, so ein Scheiß. Ja, dann machen wir's halt mit Gewalt. Na? Noch einer? Geil, einfach alle platt hier. Munition. Du kannst lieber zu mir kommen. Wenn ich's. Da bist du ja. Komm her. Kommst du? Hallo? Nice. Arschlöcher. Geil! Eine, nächste, zwei. Ah, die Scheiße, das ist auch mit Haltbarkeit, ne? Flasche mitnehmen. Haben wir sonst noch jemanden? Nee. Loot-technisch schaut's hier ein bisschen mager aus. Naja, gut. Ich würde mal sagen, wir müssen da hinten bei der Tür da rein. Das Büro. Robert ist bestimmt da drin. Holen wir ihn. Ja, sagen wir doch mal Hallo. Überraschend leer. Oh, Scheiße! Oh, zurück, fuck. Zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Er haut ab! Robert! Joel, hier lang! Komm, er ist da rein! Ja, also was jetzt?
Ich habe das Gefühl, das wird ganz schlecht enden. Wir haben ihn gleich. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Ich, au. Stopp, stopp, stopp! Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich habe sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer war das doch hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Au! Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Green Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Ja, in der Serie war das ganz leicht anders. Ihr wollt den Deal? Dann los. Aber zumindest sehr ähnlich. Liebe Leute, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder bei euch da. Nur kleiner Schnitt. Und schon bin ich wieder da. Weiter geht's. Kommt. Mir ist da gerade was von der Wand runtergeflogen. Das musste ich schnell wieder aufheben. Sag mal, wir hätten so ein Medikit mit dabei. Möchtest du das vielleicht haben? Oder ist das ein Biss, was du da hast? Ja, ab und zu sind die Effekte echt ein bisschen komisch hier. Boah, was für eine geile Skyline. Ach du Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Du weißt wirklich, wo es lang geht? Wir waren ruhig.
Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Nice. Alles mitnehmen. Moment, Waffen an der Werkbank verbessern? Welche Werkbank? Joel, hilf mir doch mal. Ja, ich komm schon. Ja, und jetzt? Achso, ich muss nach rechts, okay. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Ja, stirb uns jetzt hier bitte bloß nicht weg. Da auch, wieder so komische Effekte. Ich hoffe, da kommt noch ein Patch während des Let's Plays. Das wäre echt schön. Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Ja, das mit dem Schleichen hat bei mir zu dieser Tür nicht so gut funktioniert. Okay, aber das schaut eigentlich einfach aus. Lass mich raten, wir sind alle hier oben. Wir sollten uns heute keinen Ärger machen. Leck mich ab. Na, tauschen will ich nicht. Soll ich dich mal auseinandernehmen? Ja, machen wir mal. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Rein, 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 rein. Unterrad. Shit. Ja, so viel zu beschleichen. Los, Tempo! Ich gebe Deckung! Okay, wenigstens Kopfschuss ist instant. Was ja auch Sinn macht. Oder in den Hals. Noch mehr? Medikit erstmal. Ich weiß nicht, ob wir uns selber uns auch irgendwie aufrüsten können. So Rüstung, irgendwas ähnliches. Ja komm, jetzt passt auch nicht mehr schleichen hier. Okay, vorsichtig. Ja, das hat nicht funktioniert. Goodies? Keine Goodies. Dann schauen wir mal bei dem Typen, ob es da irgendwas zu mitnehmen gibt. Voll. Mann, ihr habt jetzt doch alle Waffen. Oh. Interessant. Einmal hingerichtet. Wer ist da? Nice. Waffe? Oh ja, geil. Munition. Jetzt sind wir gleich da. Los, rein. Ja, ich glaube, das brauchst jetzt nicht tun. Ist keiner mehr da. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Das Angebot steht. Wir hätten da Verbandsmaterial dabei. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Ja, ganz dezent brutal. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch.
Also für 20 Jahre sieht es verhältnismäßig noch okay aus. Joel, hilf mir mal eben. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Ich meine, er tut halt nur so schroff. Eigentlich ist er ja ein ganz netter. Die Beziehung zwischen den beiden wird dann auch viel besser werden. Ah, allein der Blick. Aber jetzt schauen wir dann endlich zusammen. Okay. Noch mehr Tote. Ich habe Schüsse gehört, aber... Was war los? Ja, die haben sich gern gehabt. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir. Ah, die Frage ist, wohin? Vermutlich hier runter, oder? Ja, das sieht gut aus. Los, Marin. Ja, doch. Ach komm, Joel. Sei mal nicht so. Ich glaube, ich würde so irre werden, wenn ich die ganze Zeit diese Lautsprecher hören würde. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Mit dem Ding da. Und vor allem, wo hoch? Ach, da hoch. So, lass los. Und da lauf. Will er von selber nach oben? Ja, wunderbar. Sportlich. Sind das jetzt... Schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey,
Ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich... Nein, warum hast du jetzt... Ah. Okay, also beim Dialog nicht irgendwelche Sachen anklicken. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Schöne Anspielung. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oh, hast du eine Ahnung. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Nur mal so eine Frage, ne? Wenn wir hier eigentlich nicht sein sollten und da unten der Tower ist, werden die dann nicht irgendwie aufmerksam auf uns? Und was ist das? Lesen. 8 Pillendöschen, bis er dir die Döschen nie. Ich werde die ganze Nacht wach sein, um sie zu sortieren. 12.000 Schinken. Achso, das ist Vorratsliste. Okay. Alles klar. Zurück. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon niemand sein. Okay, das ist tatsächlich besser getan als wie der erste. Das hätte ich jetzt nicht sofort gesehen. Klar. Das ist ja meine coole Mechanik. Okay. Ja, und ab geht's. Wer wartet am Treffpunkt am Haus? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, das werden wir sehen. Folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Wir sollten vielleicht noch eine Maske für sie besorgen. Falls mal wieder bei Sporen durchkommen. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Boah, schaut euch mal den Regen an. Wie geil das aussieht. Ah, und das Wasser hier mit dazu. Dieser Regen ist nicht gut. Krass. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Um,
keine Gutes da hinten. Hier geht's lang. Boah, so eine geile Kulisse. Oh, shit! Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Scheiße! Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier! Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Oh, Scheiße. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Laufen wäre jetzt nicht schlecht. Scheiße. Okay, ich glaube, wir sollten nicht in die Scheinwerfer rein. Signal. Laufen. Okay. Wann? Lauf. Okay, immer noch so ein kleines Stück oder was? Ach nee, er lauft jetzt nach da oben. Bleib von dem Licht weg. Ja, ich versuch's. Okay, hier unten rein. Wir müssen noch mal laufen. Bereit? Klar. Ja. Na, fuck. Alter, du hast gar nichts gesagt. Da. Ich sehe sie, ich sehe sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da unten nichts sehen. Sind die wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag, also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Ja, also soll ich jetzt was machen, oder? Sollen wir da hinten lang gehen? Die bleiben halt hier da stehen. Oh, fuck. Die sind da überall. Ja, Anweisung. Ich will sie halt nicht abknallen. Was wollt ihr jetzt von mir? Ja, sonst machen wir halt Brechstange-Methode. Los, los! Er ist hier drin! Los, ich kann halten! Wow, scheiße. Sieht wie die. Na, noch ein. Wow. Fuck, kommt da jetzt jedes Mal ein, oder wie? Okay. Noch einer?
Ich glaube, ich sollte mich mal heilen. Okay. Alter, stirb mal. Ah, Mist. Komm, stirb. Fuck, keine Munition mehr. Ja, gut, dann weg hier, ne? Das glaube ich war absolut falsch, was ich da gemacht habe. Ich kann welche hören. Fuck. Wie genau soll ich die jetzt bekämpfen? Da hinten. Scheiß drauf, den Klicker erwischen sie. Okay. Wir gehen weg, dann gehen wir hier nach oben. Was absolut nichts gebracht hat. Außer. Schau mal, was denn hier so schön ist. Testwissen bei dem mit der Munition. Ah, zuerst gehen wir mal hier rein. Yes. Naja, nicht genau das, was ich eigentlich wollte, aber vermutlich besser als gar nichts. Komm, Ellie. Geh hier durch. Okay. Ja, geil. Jetzt komm schon, Joel. Ich komme. Der Panzer hat so ein ganz kleines Problem. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Zu viele, Tess. Oh, Mann. Yes, Loot. Ja, oder auch nicht. Tess, gehst du voran? Oh, scheiße. Okay. Ja, komm, hau wieder ab. Nice. Hast du Munition für mich? Ja, die Waffe liegt da, aber ich kann sie nicht nehmen. Da sind mehr Lichter. Mist. Fuck, wo geht der jetzt lang? Der geht so rum. Scheiße. Nice, hab dich. Schön. Dankeschön. Ich hab schon wieder keine Munition gekriegt. Komm mal da hinten noch rein. Fuck. Wer macht da oben den Posten? Das ist jetzt echt beschissen. Fuck, da hinten. Scheiße. Kommst du zu mir? Sie sind noch hier. Weitersuchen.
Schnapp sie! Na, fuck. Im Gebäude! Mann, gekocht! Fuck, weg, 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 weg! Scheiße! Wo ist der andere? Nein, nein, nein! Fuck, 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 bitte nicht nochmal treffen! Scheiße! Ah, ich hab fast keine Gesundheit mehr. Naja, der trifft mich. Tess. Verarzte dich. Aha. Danke. Was? Nein! Ah! Wer ist da? Vielleicht Ratten oder so. Nach wie vor, ich habe ja keinen Plan, wohin. Der Typ da hinten nervt einfach total. Wie könnte man den ablenken? Er ist eh der Einzige. Ich könnte natürlich da hinten von der Seite durchgehen. Wie hat einfach penetrant auf dieses Haus dahin zielt. Na toll, ich komme nicht rein. Moin. Also ich komme die von allein raus. Ja. Ja, genau, natürlich. Oh, bitte sag mir nicht, dass wir da runter müssen. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Es wirkt so anders. Ja, das sieht so aus, als müssten wir hier rein. Warte mal. Mal sehen, wo es hinführt. Bitte in helle Räume. Mit Munition. Kommt's hier? Dankeschön. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet's hier nicht. Jay? Wie sieht's aus? Hier müssten wir durch. Ah! Das ist ein Ding, wo man wieder mal so wackeln muss, damit man Strom hat. Oh, scheiße. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Spiel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Okay, Gott sei Dank. Bleib im Dunkeln. Komm, geht's mal wieder in eure Basis. Lasst uns in Ruhe. Die ein- und ausschalten. Ja, jetzt erstmal umsehen. Okay. Da war was. Na, was ist das? Munition! Drei Schuss? Bist du sicher? Nein. Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob du irgendwas. Loot. Na, nice. Ja. Kann ich da eigentlich auch Munition herstellen? Das ist nur das Messer. Bindung und Klinge. Für die Gegner aus der Tarnung heraus sofort und lautlos zerbricht nach Gebrauch. Ansonsten. Ah, okay. Lauschmodus Distanz. Fertigungszeit. Militärbroschüre. Okay. Artefakte. Ja, dann würde ich mal sagen. Lauschmodus Distanz machen wir mal. Das glaube ich wäre noch ganz praktisch. Für den Fall, dass wir da ein bisschen mehr schleichen wollen. Okay. Nachdem wir aber sowieso eh wieder an der Zeit sind, würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Hier ist es soweit safe. Und machen in der nächsten Episode weiter. Und dann hoffen wir, dass wir recht schnell aus dieser Stadt rauskommen.
Stadt und Zombies. Ungeil. Aber cool bis hierhin. Bis dann, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar unten in der Videobeschreibung. Ja, genau. Hinterlasst einen Kommentar in der Videobeschreibung. Voll schlau von mir. Einfach unter dem Video. Und bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.